Gabis Schlagerclub. Unterwegs für den Schlager mit Video-Interviews. Home-Stories. Outtakes-Video-Ring. Fotos. Videomitschnitte, Live-Auftritte. Gabis Schlagerclub. Ja, jetzt habe ich den Tim hier, Tim Peters. Immer wieder gerne bei dir hier. Ja, Backstage, Oberhausen Best of Pop-Schlager heute. Super, wie hat es dir gefallen? Also für mich ist das immer, habe ich auch gerade auf der Bühne gesagt, ich liebe diese Veranstaltung, weil es eigentlich genau mein Metier ist. Mhm. Dieser Mix aus Schlager und den Leuten, die richtig abfeiern können. Und so ist auch meine Musik und deswegen bin ich immer wieder gerne hier. Naja, du hebst dich ja mittlerweile wirklich mit deinem Sound, mit deiner Art von Schlager komplett von allen ab. Findest du? Finde ich ja. Super, ja. Du hast dich irgendwo komplett neu erfunden und das ist genau das, wo ich einfach sage, auch den jungen Künstlern eigentlich immer wieder sage, Mensch, mach doch mal was, was andere noch nicht gemacht haben. Und dir brauchte man das nicht zu sagen, du hast es gemacht. Definitiv, ja. Absolut. Und du, ich bin auch total happy. Der Sound hat sich natürlich über die Jahre auch so ein bisschen entwickelt. Und natürlich spiele ich auch noch meine Songs wie Girl aus dem Pott, das hier in Oberhausen natürlich total abgefeiert wird. Ja, genau. Aber auch eben, mich freut, dass das so eine neue Nummer wie zum Beispiel Sterne egal so gut ankommt. Und es ist gerade, als ich Autogramme schreiben durfte hier im, in diesem VIP-Bereich, ja, den gibt es ja hier immer, ist eine Frau auf mich zugekommen und hat mir gesagt, Tim, meine Mutter ist gestorben an Karfreitag und dieser Song bedeutet mir so viel, weil er mich irgendwie verbindet mit einem Stern, der da oben ist. Boah, und ich dachte, Mensch, natürlich, wir machen Partymusik, wir machen Musik, die unterhält, aber wir machen auch Musik und ich mache auch Musik, die wirklich auch berührt. Und das fand ich irgendwie natürlich traurig, aber es hat mir auch gezeigt, hey, dafür mache ich das. Ganz genau. Dein neuer Song, Freitag rausgekommen. Bock, dass du mein Herz brichst. Mein Hast du auch ein gebrochenes Herz? Ja, aber wie? Hallo, ja? Wer kann wie, oft wurde, wie oft wurde dir das Herz gebrochen? Unzählige Male. Ja. Und ich sag dir, das ist bei uns Jungs auch so, wir zeigen das nur nicht. Und darüber habe ich einen Song gemacht. Genau. Genau. Zusammen mit Marie tatsächlich. Echt? Marie und ich haben den Song zusammen geschrieben, ja. Ja, super. Klasse. Ja. Ist am Freitag rausgekommen und mal schauen, wo er so landet und wie er sich so entwickelt. Ne, in der Absolut. Zeit. Wir haben einfach auch jetzt vor, viele Songs zu releasen. Ich halte mich da überhaupt nicht zurück. Ich kann versprechen, dass alle zwei Monate echt was Neues rauskommt. Mhm. Und Bock, dass du mein Herz brichst, hatte ich einfach Bock, den jetzt mal rauszubringen. Und es läuft super an. Die Leute nehmen den Song mega an. Ich habe auch schon ein, zwei im Publikum gesehen, die mitsingen konnten. Und das macht mich natürlich auch mal happy. Na klar. Aber dir ist ja auch noch ein Ding passiert, ne? Beim ersten Song auf der Bühne. Erzähl. Also für alle, die nicht da waren. Genau. Mir ist, also die Bühne ist vorne etwas rutschig gewesen von dem Feuerwehrkonfetti, was sich mischt mit so ein bisschen Wasser, was umgekippt ist. Und ich stehe ja dann immer da an meinem Mikrofonständer und dann bin ich irgendwie so komisch ausgerutscht, dass mir das Mikrofon wirklich aus der Halterung da gefallen ist und in den Innenraum. So, glücklicherweise singe ich live und die Leute haben dann einfach auch gesehen, es ist live, sowas passiert. Mir, ich bin so ein Tollpatsch, mir ist das jetzt schon das zweite Mal passiert, mir ist das einmal auch schon in Rottweil passiert. Da musste drüber stehen. Da bin ich runtergeklettert, weil mir auch niemand dieses Mikrofon geben wollte. Ich sag so, dann stand unten Fotograf. Gut, dann dachte ich, komm, der Song lief weiter. Ich runtergeklettert in den Innenraum, hab das schnell geholt und zack, wieder hoch. Ja, so ist es halt, ne? Und die Leute haben gesehen, dass du live singst, das war wichtig. Genau, weil Ton ging nicht, ne? Ja. Ton kam jetzt nicht mehr. Ja. Genau. Tim, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie eine immer fernere Zukunft betreffen. Wie planst du für die Zukunft? Wie stellst du zuverlässige Weichen für dein Leben? Für mein Leben, mein Privatleben oder meine Karriere? Das kannst du beantworten, wie du möchtest.
interessante Frage. Also ich glaube, man kann ein Stück weit in die Zukunft planen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man eine gewisse Stabilität in seinem Leben hat. Ich habe die Stabilität dadurch, dass ich ein wunderbares Umfeld habe, meine Familie, meine Freunde, und die mir ganz viel Liebe und Nähe schenken und Stabilität. Und das braucht man einfach auch in dem Job, wenn man so viel unterwegs ist und auf verschiedenen Veranstaltungen und eben immer on the road. Dann freue ich mich einfach nach Hause zu kommen und zu wissen, hier ist meine Basis. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in die Zukunft planen kann man auch nur stückchenweise. Also man sollte Ziele im Leben haben und das sollte auch nicht aufhören, egal wie alt du bist. Und ich habe Ziele, aber die betreffen eher so die nächsten 2-3 Jahre. Genau, erstmal Ziele setzen, die man auch erreichen kann. Ne? Genau. Das finde ich auch extrem wichtig. Nicht irgendwie Ziele setzen, wo man denkt, ist utopisch. Ne? Auf jeden Fall. Etwas Schönes braucht der Mensch. Was war heute ein ganz besonderer Moment für dich? Heute? Mhm. Was wirklich schön war, war, dass mich das ARD Brisant-Team heute den ganzen Tag begleitet hat und einfach mal den Tagesablauf von Tim Peters gezeigt hat. Eben vom Studio raus, noch mal ein paar Minuten an den Rhein und dann eben hier zu dieser tollen Veranstaltung. Und das kann man sich bald in der ARD angucken, in voller Länge. Porträt über mich, das war wirklich schön. Dann hattest du ja heute wirklich einen ganz besonderen Moment. Was passiert musikalisch in 24 noch mit dir? Ist noch mal ein Konzert geplant? Es ist wirklich viel geplant. Ich darf noch nicht so viel verraten. Also wie gesagt, es kommen jetzt alle 2 Monate, kommt ein neuer Song von mir raus. Wir haben jetzt eine Clubtour geplant für Ende des Jahres. Wir werden spielen in Hamburg, in Berlin und natürlich hier auch wieder in NRW. Und die Tickets gehen in den Vorverkauf. Ich schätze mal, so im Mai sind wir ready damit, mit Plakat, mit allem drum und dran. Darauf freue ich mich besonders. Und natürlich, der Sommer ist total voll. Also mich kann man echt auf vielen Veranstaltungen sehen. Und das kann man alles auschecken auf meinen Social-Media-Kanälen. Im Internet stehen überall die Termine. Also kommt mich gerne mal besuchen bei einem Konzert. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen bei der Tour. Tour ist vor allen Dingen ganz wichtig. Das ist dann Tim Peters hautnah. Hautnah, 2 Stunden. Und ich singe alles nur für euch. Super. Tim, wir wünschen dir noch viel Spaß heute, vielleicht noch ein bisschen feiern zum Abschluss. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei irgendeiner nächsten Veranstaltung. Absolut. Wieder und freuen uns, dich immer mit dich wieder zu begleiten. Ich freue mich auch immer. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ciao.